Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 6. Bewertet sehr gerne das Video und schaut auch in die Beschreibung, da ist sehr viel verlinkt. Ui, das war toll. Heute werde ich mir die neue Map unterirdisch anschauen. Die ist zumindest für mich neu, ich klick's mal an. Ui, uiuiuiui, da sind Schienen. Das kenne ich. Auf schwer und Standard. So. Und zwar würde ich auch gerne mal was nachschauen. Wo ist es denn? Wo bist du? Mein Sonnenlicht. Nee, da wollte ich nicht hin. Hier hin. Es gibt immer mal wieder ein Patch, wo dann bei dem einen oder anderen Affe, Turm, wie auch immer man das nennen möchte, hier diese rechte Seite freigeschaltet wird. Nicht freigeschaltet, sondern überhaupt erst reingepatcht wird. Und da kam im Verlauf der Zeit wohl einiges dazu. Damals gab es, glaube ich, nur die ersten beiden. Und jetzt gibt's doch mehr, ne? Ja, hier. Ja, Ninja-Affe noch. Oh, das war's. 3 Stück. Ja, wow, das ist natürlich viel. Wer war denn nochmal der, der am nächsten funktionieren würde? Hier fehlen noch 400.000. Hier fehlen auch noch 400.000. Ja, das ist natürlich blöd. Mann, da fehlen 900.000. Warum ist das denn so gestört? Wie bekomme ich denn Erfahrung? Oh Mann. Ja, ich stelle einfach immer nur noch den Bumerang-Affen. Ich will die Gleive Dominus sehen. Die Bloons erblicken meine Gleives und werden vor Furcht zittern. Oh Mann, ist das spannend. So, aber erstmal, damit ihr nicht weint, stelle ich... Oh nee, das wollte ich nicht. Stelle ich Benjamin hier hin. Na komm, Benjamin. Benjamin is in the house. Ja, ich bin auch im Haus. So, jetzt habe ich aber kein Geld mehr. Ja, schade. Aber das ist ja noch kein Problem. Denn ich habe da ein paar Stacheln am Ende. Und das dürfte ja reichen für die erste Runde, hoffe ich. Oh ja, danke schön. Oh nein. Oh nee, Bumerang-Affe. Einfach fett in die Mitte. Du schaffst das. Du bist der Allerbeste. Nein. Nur weil die Leute wollen, dass ich Benjamin so früh setze. Alles eure Schuld. Wohin gehe ich denn dann nochmal runter? Runter, ja. Oder mal nach oben. Unten ist zwar geil für Schiffe, aber in der Mitte wäre es cool, wenn der die Masse irgendwie wegklatscht. Gleven springen automatisch und äußerst aggressiv. Das fortschrittliche Mehrfachobjekt Ricochet verbessert enorm die eh schon außergewöhnlichen Kräfte des Gleven Ricochet-Affen. Mhm, ja. 3 Spezialgleven, die alles zerschreddern. Ui! Okay, also oben und... Na, eigentlich das da, ne? Schneller werfen. Unten ist zwar auch toll, aber scheiß drauf. Also nach oben. Ja. Und schneller werfen. Zack. Der schafft das schon. Habe ich jetzt... Ah, habe ich ja schon lange. Gleven. Wirft schärfere, schnellere und größere Gleven anstatt Bumerange. Und noch schneller. Sehr schön. So. Jetzt hätte ich aber auch gerne eine Plantutsche. Plantutsche mag ich. Wo ist es? Oh, ich bräuchte auch einen... Ja, obwohl ein Dorf lohnt sich ja doppelt bei dem. Denn ein Bumerang-Affe ist ein Primäraffe. Heißt, man kann ihn damit unfassbar krass pushen. Oh, ja, das ist wirklich nicht cool. Okay, Gleven Ricochet. Ja, das ist schon mal besser. Ja, perfekt. Ui. Herz, ob der so viel stärker geworden ist. Was eine Maschine. Dann fehlt aber trotzdem das Dorf. Och Mann, warte mal, habe ich nicht. Oh nein, habe ich nicht mehr. Ich brauche ein bisschen Geld. Oh, ich habe genug für einen Plantutsche. Dann mache ich mal. Zack. So, und da würde ich jetzt dann schon gerne wieder auf den Kredit gehen. Ja, das obere und die Mitte. Oh, hör auf. Ach Mann, du kleiner Mülleimer. Ich brauche Geld, ich brauche ein Dorf, ich brauche einfach alles in meinem Leben. Ich mache jetzt erstmal hier einen doofen... Greift der denn überhaupt noch an? Egal, ich probiere es aus. Einen doofen Eisaffen nehmen. Schön auf die Mitte für den arktischen Wind. Und ausnahmsweise auf das untere für mehr Reichweite. Oh nein. Hört doch auf, da so durchzurattern, ihr kleinen Ekelhaften. Mann. Regefrieren und jetzt brauche ich 3000. Das überlebe ich nicht. Okay, was wäre smart?
Eigentlich erstmal ein Dorf, damit er auch getarnte Bloons attackieren kann. Aber ich kann mir gerade gar nichts erlauben. Nochmal ein Bombenturm hier vielleicht hin, danke. Und dann da auf Bloonaufschlag und auf das untere, oder? Nee, ich gehe mal auf die Mitte. Mitte und oben. Genau, so. Schön auf stärkster. Und jetzt lebe ich hoffentlich ein bisschen länger. Nee, okay. Ganz gefährlich. Ich brauche was. Ich stelle erstmal den Jungen. So. Und gehe da auf die Mitte für den Reinigungsschaum. Weil sonst bin ich gleich wirklich tot. Komm. Bisschen Geld noch. Ein bisschen Geld. Ein Danke. Ja, das hätten wir jetzt auch. Richtig große Bomben wären auch noch ratsam. Aber ich glaube, ich sterbe jetzt einfach. Ich werde sterben. Hallo, hör auf. Ich brauche das Eis-Upgrade. Hilfe, nein, 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 nein. Ich glaube, ich bin tot. Bitte. Geht jetzt nicht durch. Ich muss mich sonst wehren. Ja, ich wäre tot. Okay. Oh, Hilfe, mach was, mach was, mach was. Was tut ihr da? Nicht durchgehen, ne? Nicht durchgehen und er wollte durch. Okay. Ich muss mich gerade irgendwie ein bisschen retten. Sonst war nicht gleich. Der geht durch. Das geht aber noch klar. Richtig große Bomben. Okay. Ich glaube, ich werde sterben. Ja, ich wäre tot. Perfekt. Gute Runde. Ich muss einfach nur ein bisschen überleben. Nein. Nein, ist das eine Verschwendung. Okay, ich bin einfach down. Ich nehme es hin, Leute. Ich nehme es einfach hin. Na? Ja, der geht durch und down. Guck mal ganz kurz weg, bitte. Hä? Lol, ich habe einfach wieder Leben. Was war das denn jetzt? Krass. Und auch ein bisschen mehr Geld. Als hätte ich gerade irgendwie auf Weiter gedrückt, ne? Komisch. Arktischer Wind, bitte. Und dann hier vielleicht da ans Ende einen Nogelverblick. Ich brauche unbedingt etwas gegen die Getarnten. Ich muss hier jetzt ein Dorf hinstellen. Am besten hier an den Rand. Dann bekommen die das alle ab. Und dann kann ich hier auf, genau, Primärtraining, damit der besser wird, und auf die Mitte gehen. Dann, Mitte, bitte. Radarscanner, okay. Was sind das da für ekelhafte Massen? Was soll das? Spiel, hör auf, größerer Radius. Ich versuche gerade mein Bestes. Ich muss das hier langsam verstärken. Oh nein, ey. Und Geld brauche ich ja auch noch. Ich krieg das Kotzen. Wertvolle Bananen, größere Produktion. Das sieht alles so knapp aus. Könnte daran liegen, dass es das auch ist. Oh, das ist aber kein Problem, denn dafür habe ich ja den Bomber. Ja, komm, komm, komm. Nur noch ein bisschen Geld. Da fehlt nicht mehr viel. 1000 noch. Nur noch 1000. Enttäusch mich nicht. Hört auf, da durchzugehen da oben. Was soll das? Oh, ich habe genug. Affenbank. So. Oh, jetzt muss ich das Geld auch nicht mehr einsammeln. Und 3000, reicht das? Nee. Doch. Das fortschrittliche Mehrfachobjekt Rigorett verbessert enorm die schon außergewöhnlichen Kräfte des Leben Rigoretts. 35.000. Oh, nee. Das ist blöd. Das habe ich natürlich nicht. Aber ich kann das Dorf upgraden. Das ist halt so günstig hier. Alle Primäraffen im Radius erhalten mehr Reichweite, Durchschlagskraft und Geschwindigkeit. Zack. Also der Eisaffe und der Bumerangaffe. Vielleicht kann ich ja hier das Geld schon mal rausziehen. Ja, komm. 3000 sind in der Bank. Die gönne ich mir doch. Moagleven. Und jetzt ist der genauso weit wie der andere. Und ich kann vielleicht mal hier den Schneesturm kaufen. Oh nein! Was so richtig ekelhaft knapp ist. Oder trifft das da? Nee, es trifft nicht. Oh, wie blöd. Vielleicht, wenn ich absolut null noch kaufe. Ich glaube, da kommt auch noch mal ein bisschen Reichweite hinzu. Aber ich stelle mal noch einen Bumerang-Affen. Stell den auf stärkster und gehe auf das untere, damit die wieder zurückgedrängt werden. Denn jetzt gleich kommt das erste Schiff. Kostet auch nicht viel. Nein! Das erste... Ach komm, was ein Witz! Hallo! Oh nein, Morbdruck. Oh Gott sei Dank. Danke, Benjamin. Und IAF. Kredit! Ja, lecker, lecker. Schmecker, mecker. 60.000 für das Upgrade ist ein bisschen teuer. Dann verkaufe ich den hier mal. Das interessiert mich eh nicht, was der da macht. Den Reinigungsschaum braucht kein Mensch. Denn ich habe ja schon mein Affendorf, ne, was sich darum kümmert. So. Und jetzt wird Zeit für noch einen. Damit ich noch mehr Erfahrung bekomme. Wieder auf das untere. Morbdruck. Schneller werfen. Und dann noch für die Masse. Eine nach da rechts. Oben.
und Mitte. Und ich kann den ersten Kredit nehmen. Ui, Alter, so viel Geld. Was hole ich mir denn jetzt? Ach, ich übertreibe einfach. Warum denn nicht? So, wieder auf das obere und Mitte. Das gleiche dann direkt nochmal. Daneben und nochmal. Daneben ein Schiffchen. Ja, aber das ist kein Problem. Das wird schneller weg sein, als man gucken kann. Sage ich ja. Und noch ein Kredit, danke. Ja, irgendwie kann ich jetzt durchgehend bauen. Durch die Banken. So viel Geld bringt das. Dann spare ich jetzt für irgendwas Krasseres. Ich glaube, ja, als erstes bei dem mittleren den Glaivenführer für 35.000. Oh, obwohl, ich könnte nochmal da oben eine Nagelfabrik hinstellen und einfach nur auf Masse gehen. Also auf das obere und auf die Mitte. Ja, da würde ich gerne hin. Schnellere Produktion ist auch ganz wichtig. Ja, okay. Rotes Schiff, einmal einen Kredit genommen und dann auf den Glaivenführer. Der Glaivenführer umgibt sich selbst mit 3 Spezialglaiven, die alles zerschreddern, was in ihre Nähe kommt. Die Glaiven des Glaivenführers dringen nun auch in Bloons der Moab-Klasse ein und zerreißen diese langsam von innen nach außen. Das wusste ich gar nicht mehr. Klingt ja super spitze. Wie war das nochmal? Das Dorf geht gerade genau bis zum Rand seiner Mütze. Wenn ich jetzt daneben noch ein Dorf stelle. Hallo, wo kann ich es denn hinstellen? Hier ist ja nirgendwo Platz. Dann mache ich halt hier. Mein Gott. So, und dann auf größerer Radius. Nee, Moment, das erhöht ja nur das von dem, ne? Nee, doch, da. Es wurde weiter. Ja, also lohnt sich selbst 2 Dörfer. Jetzt kann ich da noch einen hinpappen, oder? Ja. Und der bekommt das von dem wichtigen Dorf ab. Cool. Ja, was bedeutet das? Erhalten mehr Reichweite. Okay. Geht das 2-mal? Ich glaube, das geht nicht 2-mal. Ich merke mir mal kurz die Range von diesem Affen. Ich gehe mal mit dem Finger dahin und kaufe das dann eben. Genau. Ah, nee. Es ist nicht mehr geworden. Oder wenn dann nur minimal. Ja, schade. Ja, nochmal hier. Affenbusiness, Affenhandel. Schön ein bisschen Geld verschwenden. Dann hole ich jetzt gleich absolut 0. Das kann ich mir noch leisten. Ich habe 13.000 und fast 10.000 Dollar. Oh, Level 90 Schulden. Und wenn ich jetzt hier das Geld rausziehe, ja, dann kann ich es mir fast holen, ne? Und absolut 0! Und es hat geklappt. Jetzt sind genau noch die oberen Schienen mit drin. Hat sich gelohnt. Kredit nehmen. Ja, und jetzt? Was mache ich denn? Einfach weiter, ne? Einfach mehr. Warum denn nicht? Hier, ein nach oben. Der kann dann auch hier, weiß ich nicht, mal in die Mitte gehen, auch Spaß. Turboladung, ja, alles klar. Langstrecken. Wahrscheinlich die schlechteste Skillung, die man wählen kann. Dann noch hier einen. Nein, was ist das denn wieder? Wie knapp. Hallo, Spiel, bitte. Da war es gerade. Komm. Ja, da, perfekt. Und dann gehe ich bei dir auf das obere und die Mitte. Ich glaube, ich muss auch nichts mehr platzieren oder so. Ich glaube, ich habe gewonnen. Aber ich hätte trotzdem gerne noch hier das Nagelminen-Upgrade. 2-mal, bitte. Zack. Und zack. Sonst noch irgendwas? Das ist halt alles sehr teuer. Ja, okay, stimmt. Hier diese Primärexpertise, die dann auch auf alle Blumen schießt, upgradet die ganzen Primäraffen ja dann nochmal. Dann soll ich das auch holen. Aber war das viel? Das werde ich mir dann gleich nochmal angucken können. Hoffe ich. Oh ja, ich kann Kredit nehmen. So, dann wieder mit dem Finger drauf. Einmal die Expertise kaufen. Und dann wieder auf den und... Nö, hat gar nichts verändert. Was steht da? Erhalten alle Primäraffen in Reichweite mehr Kraft. Ach so, mehr Kraft. Ja, schade. Schade. Aber mehr Kraft ist ja auch gut. Ist ja nicht so, als wäre das irgendwie Schwachsinn. Was mir bei dem Spiel fehlt, sind irgendwelche Stats. Dass ich wirklich so einen Affen anklicke und sehe, ja, der macht jetzt, kein Plan, 200% Schaden oder so. Und dass, wenn man da reinskillt, man wirklich sieht, yo, das kam jetzt dazu. Und dann könnte man auch viel krassere Vergleiche anstellen. Und dann sollen die auch direkt noch anzeigen, welche Geschwindigkeit die haben. Das wäre sehr, sehr cool. Aber ich denke, das Spiel und auch nicht das nächste Spiel dieser Reihe wird in diese
Richtung entwickelt werden. Dann einmal das Geld rausziehen, verkaufen, verkaufen und für das Geld, was hole ich denn? Hallo, ich brauche irgendwas zum Kaufen. Nein, jetzt habe ich einfach nichts. Komm schon. Ist das schon die letzte Runde? Nee, noch nicht. Okay, aber jetzt gleich. Oh Mann, ich brauche ein bisschen Geld, noch irgendwie 1000. Jetzt bitte noch nicht fertig sein hier. 800, 400, 300, 200, 100 und zack, Permaladung. Oh, verfügt über eine permanente, superschnelle Angriffsgeschwindigkeit. Uiuiuiui. Jetzt bin ich in der letzten Runde, dann kann ich auch mal, probieren, wie das ist. Ich aktiviere einfach mal alles. Und? Direkt weg? Ja, ne? Wird auch schön zurückgemobbt. Genau so mag ich das. Türme platziert 22. Geld generiert 134.000. Okay. Ja, sehr schön. Nochmal ein bisschen Cash gemacht. Spitze. Ja gut, Leute. Dann bewertet wie immer gerne das Video. Schaut in die Beschreibung. Da ist viel toller Kram verlinkt. Bis Daniel, euer Blumenzerplatzender Geilo Schmenuel. Tschüssi, bis dann.